Ja, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Oddsparks. Wir haben in der letzten Folge wieder eine ganze Menge kleine Verbesserungen vorgenommen und wir sind jetzt mittlerweile auch in der Lage, problemlos hier für den Zug die Pfeiler zu bauen. Die machen wir jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal wieder weiter. Und ich habe gerade schon überlegt, wegen den Pendelrouten, das ist ja generell jetzt nicht so teuer, die Produktion dafür herzustellen, hatte ich kurz überlegt, ob wir da vielleicht nochmal reingehen. Wir brauchen ja im Endeffekt hier nur Quarz und Seile und das haben wir beides. Aber ja. Ich glaube, ich werde das dabei belassen, weil danach werden wir es wahrscheinlich gar nicht mehr so brauchen. Jetzt will ich nochmal gerade gucken, bevor ich jetzt hier weitermache. Das ist halt auch wirklich mit den Seilen noch so ein Ding, ne? Seile könnte ich halt trotzdem ein bisschen mehr haben. Wird aufgeteilt. Das hier könnte ich auch noch ein klein bisschen optimieren, wenn ich das jetzt eins zurücksetze. Wobei, nee. Oder? Doch, könnte ich schon. Warte mal. Ja, okay. Das ist falsch rum. Ich habe gehofft, dass er das... Wobei, warte mal. Bevor ich das jetzt wegreiße. Vielleicht geht's doch. Weil wenn er streng genommen, wenn er rechts bleibt, müsste der zuerst hier hinkommen und dann erst Neues holen. Und nicht andersrum. Ja, okay. Weiß nochmal raus. Oder ich nehme es jetzt mit. Der geht hier rechts, holt Neues und das ist falsch rum. Das ist nicht gut. Das bringt leider nichts. Ah komm, dann mache ich das hier wieder rückgängig. Ist egal. Geht das jetzt erstmal nur dafür. Auch das könnte man eigentlich automatisieren. Dafür darf man immer mehr kriegen. Von diesen Sachen. Ja, Stein bräuchten wir auch noch. Das müssen wir auch noch besorgen tatsächlich. Das wäre dann das nächste. Na schön. Ja, wie gesagt, wir brauchen eine ganze Menge Pendelrouten. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier schon mal wieder neu abgelegt hat. Wahrscheinlich nicht. Doch, hat er schon. Das ist gut. Dann sind wir da auch nicht mehr so weit von weg. Und das hole ich gerade nochmal so. Die Steinplatten sollten mittlerweile ja auch wieder ziemlich gut produziert worden sein. Guck mal hier. Hatte ich nicht noch Steinräder irgendwo? Achso, habe ich schon abgegeben, okay. Na schön. Ja, Hauling Sparks dürfen dann gerade auch nicht so viel produziert werden, glaube ich. Wobei. Nee, ich glaube nicht. Wobei, das ist gar nicht so verkehrt. Wer macht? Der macht. Wenn das jetzt auch nicht das Schnellste ist, aber der macht. Dann haben wir 62, dann brauchen wir nicht mehr so viel. Ja, und der Knackpunkt sind halt wirklich hier die Carry-Sparks, aber da kommen neue, guck mal. Da kommen neue. Auch wieder welche? Für hier, ja, das ist nur das eine Vehikelchen, was hier fährt. Dürfte aber, glaube ich, ganz gut produziert worden sein. Da habe ich ja manuell was reingeschmissen. Ja. Der hat wieder dabei. Und dann kommt hier noch Holz rein. Ja, okay. Dann bringe ich mal gerade noch die Steine weg. Steinplatte.
Hier. Haben wir schon eine ganze Menge. Kohle könnten wir mal gerade gucken. Stimmt. Kohle. Da dürfte mittlerweile auch ein bisschen was zusammengekommen sein. Aber da werde ich wahrscheinlich auch noch ein Fass hinstellen müssen. Oder 10. So viel wie die will. Ja, guck mal hier. Wieso habe ich Crafty Sparks dabei? Ist hier... Hier ist noch ein Hauling unterwegs, der bringt Holz. Ah, das waren, Moment, bevor ich jetzt... Ach nee, das war außerhalb, oder? Warte mal. Ach so, ja, ja, das war ein Trenner, genau. Das war ein Trenner. Wahrscheinlich macht sogar mittendrin noch einer Sinn. Wobei, da ist ja noch einer, okay. Das passt. Das passt. Zwei Ratten. Da ist ein Maitröder. Nehmen wir direkt mit. Alles. Wir machen hier wieder Kriegsführung. Die spawnen aber anscheinend nach irgendeiner Zeit einfach automatisch. Da ist nichts mit Neustart und so. Gönnt euch! Zwei habe ich verloren. Boah, der ist aber mies jetzt gerade. Aber auch hier nur zwei, perfekt. Die haben wieder Blut geleckt, die gehen wieder auf Jagd. Ah, perfekt. Bringt sie mit. Dann gucken wir doch mal. Hier unten war nämlich auch noch mal einer. Jetzt haben wir auch schon wieder 6 Stück. Perfekt, reicht schon wieder für eine Truhe. Das ist wunderbar. Dann könnte ich das theoretisch auch machen mit der... Ja... Mit der Truhe bei den Steinen. Aber ich habe gerade überlegt, ich brauche ja die Steinplatten gerade alle als Rohstoff. Auf der anderen Seite habe ich mir dann aber gedacht, was ist denn, wenn ich auf Steinplatten was baue, egal wo ich bin, und das wieder zerstöre. Dann habe ich das ja als Rohstoff. Dann könnte ich das einfach neben dem Lager machen. Waren hier nicht, war hier nicht noch so ein Maitröter unterwegs? Oder so. Spiel speichern. Ist ein bisschen schade, dass sich das immer aufhängt. Aber mal gucken, wie lange das bleibt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Aha! Dann gehe ich mal direkt wieder hier. Das war oben links vom Lager, glaube ich. Ach ja, oben rechts waren noch welche. Ich glaube, da waren noch welche. Ich will hier raus. Ich muss aber hier rüber. Da sind sie doch wieder. Bevor wir angreifen, erstmal auseinander gehen lassen und dann... Kommen alle drauf da. So, ich habe eine ganze Menge verloren, ist aber okay. Das zahlt sich aus. Nur so einen ganz großen haben wir noch nicht erledigt. Jetzt muss ich mal gucken. Hier, die hatte ich aber gerade geholt, ne? Was auch immer hier rumlief. Ja, das ist alles weg. Okay. Ich habe jetzt 10 Stück, das reicht auf jeden Fall, 12 Stück sogar. Reicht auf jeden Fall für ein bisschen was. Ach, das ist schön, dass wir davon so viel haben. Da bleibt die Produktion immer schön am Laufen. Da.
Der macht zu Platten, ne? Die Platten könnt ihr haben. Oh. Oho, die waren sehr fleißig. Dann hau ich hier die zwei Dicken noch mit rein. Kommen immer sechs raus. Ja, dann haben sie erstmal wieder zu tun. Jetzt brauche ich... Steinplatten habe ich. Nee, warte mal. Habe ich noch nicht, ne? Brauche ich auch gar nicht. Ach doch, hatte ich ja. Was fehlt dir dann noch? Seile hatte ich gesagt, eventuell. Normale Steine wären noch gar nicht so verkehrt. Rinde, ja, natürlich. Ich glaube, ich mache aber erstmal das. Guck einfach mal gerade kurz durch nochmal. Ja, ich glaube, die Steine machen einfach Sinn. Steine, Seile. Ja, doch, Seile auch noch. Wenn ich nochmal Aufzüge brauche, muss ich nicht irgendwo hinrennen. Das wäre nochmal sehr angenehm. Und dann kann ich hier die Kisten auch weg. Also hier die. Ne? Die kann ich auch wegmachen dann. So. Brauchte ich jetzt eigentlich noch irgendwo Seile, bevor ich jetzt das alles wegschmeiße? Nee. Sind das keine 40er-Slots? Das sind nur 20er-Slots. Verdammt. Ist aber okay. Oh, nice. Gut, wo war ich stehen geblieben? Stein, genau. Stein wollte ich noch. Eventuell. So. Das passt. Ah, die sind schon fertig. Da habe ich ein bisschen Zeug eingesammelt. Und das war es. Ist doch, ja, ist eine Truhe. Kein, was war das? Komparator? Nee, Kompaktor. Kompaktor, genau. Das wäre schlecht gewesen. Dann kann ich hier nochmal ganz kurz drauf zugreifen. Wobei, hatte ich ja auch hier gemacht. Ist okay. Zack. Schön, schön. Dann erstmal die zwei wieder. Dann sind die gleich durch. Ich brauche noch fünf Stück. Ei, wie mies. Und die Wissenschaftlerin braucht ganz viel Kalkstein. Okay. Hä? Achso, weil das Ziel durch ist, aber nicht die Quest. Das ist okay. Die zwei noch. Ach, die habe ich noch gar nicht abgegeben. Und die Carrie. Die, da muss ich mal gucken. Der alte Herr wollte, glaube ich, die haben. Genau. Dann haben wir da 62.
Und die Carry Sparks kann ich eigentlich direkt wieder nutzen, dass davon wieder neue hergestellt werden. Die kann ich auch mal gerade wieder in den Prozess werfen. Ach, die haben sowieso nur eine Station gehabt. Ach, das sind auch die Crafty, ja. Ja. Brauchte ich die nicht irgendwo? Warte mal, ich muss mal gerade dem Weg folgen hier. Ach doch, hier. Hau rein damit. Den Weg könnte ich mir dann auch eigentlich sparen. Wieso hatte ich das gemacht? Und wieso liefern die gerade da rein? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die sind doch da gerade über die Kreuzung drüber gelaufen. Also dran vorbei. Aber streng genommen kann ich das wirklich aufteilen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was da... Das beobachten wir gerade nochmal kurz mit, mit dem einen, der da rauskommt. Ja, auch das könnte ich auch noch optimieren da. So, wenn das jetzt richtig läuft, müsstest du ja abbiegen. Ah ja, okay. Vielleicht habe ich mal auch nur verguckt. So, dann haben wir das auch aufgelöst. Wunderbar, auch da wieder Komplexität rausgenommen. Und das hier ist noch so ein bisschen der Inbegriff von komplex. Gut, ansonsten. Ich muss mal so ein Hackwerk gerade noch besuchen. Wo war denn ein Hackwerk nochmal? Quatsch. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Hier wollte ich hin. So, Hackwerk. Aber wo kriegst du denn die Farbe her? Da steht drin, dass die Steinwerkstatt Farbe herstellen kann, aber der speichert gerade wieder. Also, als Belohnung dann, aber... Wenn ich erst durch eine Belohnung Farbe machen kann, wie soll ich dann vorher schon Farbe liefern, bevor ich dann das augenscheinlich machen kann? Hier ist es auf jeden Fall nicht drin. Schieß mich! Das funktioniert auch sehr gut, auch wenn du da Items durch die Welt schießt. Und das hier... Hui, unter Erde. So, zack. Oh. Das Spiel hat mich geschluckt. Ich kann aber mal gerade Folgendes gucken. Ich guck mal gleich noch mein Hackwerk. Das... Ich weiß nicht, muss ja irgendwie da gehen dann. Das Hackwerk. Oh, ist das schön. Da sind wir kurz davor, das abzuschließen. 73, 7 Stück noch. Da ist es. Nee, ist nicht das Hackwerk. Wo war denn das Hackwerk? Wo hatte ich das denn? Ich gehe mal gerade hier rüber. Hier waren wir auch lange nicht mehr. Haben auch lange nicht mehr gebraucht, fällt mir gerade ein. Das ist schon komplett
mit Spinnenweben zu. Ja, hier ist nicht mehr viel los. Aber hier ist das Hackwerk. Das sind die Farbstoffe. Was ist denn, wenn ich jetzt sagen würde? Mach das. Ja, das kann ich eigentlich gleich schon mal machen. Die gelbe Farbe ist kein Thema. Das könnte ich sogar sehr schön umstrukturieren hier, glaube ich. Hatte ich hier auch ein Werk? Ne, das ist kein, das ist ein Sägewerk. Ja, aber streng genommen könnte ich hier wirklich jetzt schön sagen, mach mal gelbe Farbe. Vorratstruhe wäre schön. Aber auf der anderen Seite, ich will das auch nicht umbauen einfach, weil es ist ja schön, dass es da ist und man das jederzeit abgreifen kann. Da unten sind noch zwei Bäume. Ich brauche für Farben generell nur das aus den Bäumen. Nee, ich brauche auch Quarz. Was war das vierte? Okay, dreimal Baum. Ich hätte jetzt gesagt, dann mache ich das hier oben hin, aber hier unten habe ich ja das angeschlossen. Aber das könnte ich wunderbar hier in die Mitte bauen. Und dann hier hochbringen lassen. Beziehungsweise nicht da hoch, sondern von da oben nach da unten. Und dann hier in die Mitte. Vielleicht sogar hier hin. Dann müsste ich das hier aber trennen. Oder so. Ist aber grundlegend machbar. Hackwerk ist. Ach, da brauche ich diese Schwerter für. Siehst du mal. Hol ich da aber mal ganz kurz von hier unten. Da haben wir auf jeden Fall noch welche rumliegen. Ich drei Stück, beziehungsweise auch ein viertes war das jetzt, ne? War ja alles übers Hackwerk. Achso, dann kann ich auch direkt mal hier noch ein paar Sparks mitnehmen. Ich brauche dann insgesamt 8 Stück. Das ist okay. Hier nehme ich mal gerade mit. Ich nehme noch ein paar Carry mit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die brauche, aber ich nehme die trotzdem mal mit. Und dann brauche ich, Achso, dann brauche ich noch 6 von den Crafties. Das ist halt wirklich die Überlegung, das hier so mittig zu bauen. Ich hoffe, hier ist nichts im Weg. Ja, hier ist noch so Maitröte, das ist okay. Sollte ich direkt nutzen. Wunderbar. Einen haben wir verloren. Oh, achso, die gehen direkt wieder auf Jagd. Okay. Also irgendwo hier hatte ich gedacht. Und das sieht auch so aus, als könnte man das hier ganz gut machen. Ich setze jetzt einfach mal alle hier hin.
Holz, Blätter und Rinde. Und dann von links. Aber ehrlich gesagt, brauche ich das gar nicht machen. Also hier in die Mitte. Dann habe ich zwar eine zentrale Farbproduktion, aber im Endeffekt kann ich mir auch viel Weg sparen. Indem ich einfach manuell irgendwo erstmal hinlaufe. Das kann ich mir auch erstmal sparen. Kann ich denn gerade noch so eine... Ich mach das, glaube ich, erstmal gerade da oben, weil da oben ist es am engsten. Ich bin wieder froh, dass ich die dabei habe. Nur das, was übrig bleibt, wird hier reingegeben. Achso, und dann bitte aber blaue Farbe. Dann brauche ich ein Stück Weg. Zwei Helferlein. Achso, und dann brauche ich natürlich noch ein Fass, bevor ich jetzt wieder abziche. Sollte erstmal reichen. Cool, wird schon mal produziert. Die Farbe wird gemacht. Dann haben wir die erste Farbe schon mal. Die können gerne mitkommen. Erstmal. Dann hatte ich... Also ich brauchte zwei und... 3 und 2 habe ich frei von den Slots. Das heißt, ich muss einen quasi recyceln. Das ist dann der hier, der da gerade fährt. Ich sehe aber auch gerade, dass er so rumfährt. Ist das richtig? Ist im Endeffekt, glaube ich, erstmal egal. Spiel speichert. Ich glaube, ich mache hier auch einfach einen kurzen Weg rein. Splitter. Erstmal. Dann Hackwerk. Zwei Helfer. Stück Weg. Zwei Transporter. Und zwei Fässer. Und wenn die voll sind, dann ist auch erstmal okay. So. Soll wegen mir herauskommen, ist auch okay. Da brauche ich hier aber nochmal mehr Helfer. Wieder ein Hackewehr. Stück Weg. Dann habe ich das jetzt hier mit Rinde. Und das ist die rote Farbe. Auch da wieder ein Stück Weg dran. Das passt das? Ja, irgendwie passt das schon. Reicht auch erstmal für zwei Fässer.
So, und dann wird das Ding jetzt produziert. Dann kommt hier auch wieder Farbe raus. Und euch kann ich auch gerade mal hier noch ein bisschen... Wobei, ich habe nur eins. Ist aber auch das Falsche. Warte mal. Ich habe doch hier... Holz wollt ihr machen. Und dann kommt da jetzt Farbe raus. Guck mal da. Schön. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die letzte Farbproduktionsstätte. Und dann bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zurück. Und ja, wie gesagt, machen dann die letzte Farbproduktionsstätte. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.